Hallo, Adam hier von Apple Pie Berlin. Wir machen Online-Shopping schmackhaft, nicht nur für dich, sondern auch für deine Kunden. Heute geht es ums Thema Bundle-Produkte. Wie lege ich sie an? Worauf kommt es an? Und was für Hürden stecken hinter dem Ganzen? Und wo sollte man vorsichtig sein? Und vor allem, was für Vorteile bringt das Ganze? Da gibt es grundsätzlich drei Methoden, die wir anwenden können. Die dritte Methode ist quasi eine Mischung aus 1 und 2 und auch die am besten funktionierende, wenn du mich fragst. Aber 1 und 2 solltest du unbedingt kennenlernen, damit du den gesamten Prozess verstehst, damit du auch eigenständige Ideen entwickeln kannst. Genau, deswegen lass uns gleich mal loslegen mit Version Nummer 1. Bei Version Nummer 1 ist es so, du erstellst quasi eine Custom-Page, um das mal kurz zu erklären. Ich zeige dir gleich ein Beispiel. Und auf dieser Custom-Page hast du quasi, es sieht so aus, als wäre es nur ein Produkt zum Beispiel. Wie zum Beispiel hier. Sieht dann quasi nach einem Produkt aus. Aber, oder hier zum Beispiel, hier hast du die Möglichkeit, diese Sachen alle in den Warenkorb zu tun. Das ist quasi eine Weinkiste in dem Fall. Ich weiß, hier kann man die zusammenstecken. Das ist jetzt nochmal was anderes ein bisschen. Aber im Prinzip funktioniert es genauso. Das heißt, du hast dann quasi eine Weinkiste, die als Bundle fungiert und du sagst dann in den Warenkorb hinzufügen. Was jetzt hier passieren wird, ist, dass diese Produkte einzeln in den Warenkorb getan werden. Die können auch mit einem Autorabatt versehen werden. Das bedeutet, wenn diese Produkte gemeinsam im Warenkorb sind, haben sie dann einen gewissen Discount. Damit wäre quasi dieser Bundle-Vorteil getätigt worden. Hier ist aber jetzt die folgende Hürde. Das heißt, für den Kunden ist das einerseits verwirrend, weil er einzelne Produkte im Warenkorb auf einmal hat, obwohl er eine Kiste erwartet hat oder eine Box oder wie zum Beispiel hier ein Set, ne? Weil er denkt, das wird quasi als ein Produkt in den Warenkorb getan. Und weiterer Nachteil ist, wenn du den Autodiscount aktiviert hast für diese Produktkategorie, die Gruppen oder das einzelne Produkt, dann wird es halt schwierig, wenn du noch einen Discount-Code zum Beispiel hinzufügen möchtest. Damit würdest du es dir ein bisschen blockieren. Genau, aber was ein Vorteil davon ist, du hast halt immer ein sauberes Inventar, weil diese einzelnen Produkte wurden, ich zeige es euch mal hier, du hast es jetzt im Warenkorb getan und dadurch hast du jetzt quasi diese einzelnen Produkte mit Weinkiste 1. Wenn du es jetzt nochmal machen würdest, wäre das hier Weinkiste 2, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber du hast halt diese einzelnen Produkte versehen. Der Kunde bietet hier jetzt keinen Rabatt an, also nicht wundern, aber das könnten wir machen. Ne? Also du kannst dann halt einen Autodiscount setzen und dann würden diese Produkte jetzt rabattiert werden um 10%, 20%. Wir haben ein Video für Rabatte und Autorabatte. Guckst dir gerne an. Ich verlinke dir das oben rechts, links, ich weiß jetzt nicht genau, aber dann kannst du da rauf gucken und dich einen besseren belehren lassen. So, genau, das ist quasi Methode Nummer 1. Also du. Und ein großer Nachteil bei dem Ganzen ist auch, dass du quasi dieses Frontend, diese Custom-Page hier programmieren musst. Ne? Die ist halt nicht von Standard da. Das heißt, du kannst dann quasi entweder eine Page, ne, wie wir das in dem Fall haben, hier programmieren. Ne? Das heißt, es ist dann quasi eine zusätzliche Seite, keine Produktdetailseite, die du programmieren lassen kannst. Und dann, da sieht es dann so aus, als wäre es ein Produkt. Aber wenn du dann diesen Button klickst, kommen die einzelnen hinzu. Und dann gibt es noch eine Alternative. Du könntest halt zum Beispiel ein Produkt-Template noch anlegen für Bundles, wo das dann auch möglich ist. Und dann kannst du, wenn das einmal abgespeichert und hinterlegt ist, lass mich wissen, wenn ihr da irgendwie noch weitere Infos braucht, dann kannst du hier bei diesen Online-Shop-Themes, kannst du dann quasi noch außer Standardprodukte dann auch noch Bundle-Product-Page aussuchen. Und dann hast du quasi beide Sets da drinnen. So, das jetzt zum Beispiel Nummer 1. Jetzt geht es zu Nummer 2. Nummer 2 funktioniert so, dass du im Frontend, du legst einfach ein ganz normales Produkt an. Ich mache das jetzt mal als Beispiel, machen wir es mal gleich gemeinsam. Methode 1 ist sehr viel umfangreicher, deswegen mache ich da jetzt kein Video drum. Wenn ihr eins haben wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare und dann können wir da ein detailliertes Video machen, wie man zum Beispiel eine Custom Bundle Page erstellt. Das ist aber, also ehrlich, lasst es uns einfach machen, ist einfacher für alle. Hier kannst du dann zum Beispiel sagen, Apfelkuchen Do-It-Yourself-Set. Ne? Kannst du hier in die Beschreibung schreiben, Schneebesen enthalten, du kannst sagen Mehl, dann kannst du sagen dreimal Apfel etc. Dann kannst du da verschiedene Bilder hochladen, ne, mit den jeweiligen Äpfeln. Machen wir mal hier diese beiden Versionen.
Dann hast du quasi die einzelnen Inhalte zum Beispiel auch gezeigt. Dass natürlich hier solltet ihr euch extrem Mühe geben und dann auch darauf achten, dass natürlich die Bilder sehr gut erklärend sind. Da gehen wir aber jetzt nicht darauf ein, das ist jetzt kein Video darüber, wie die perfekte Bundle-Page aussieht, sondern wie ihr tatsächlich das Ganze aufsetzen könnt, wenn ihr das selber machen möchtet. So, das heißt, ihr setzt quasi einfach ein Produkt auf. Ihr könnt auch verschiedene Varianten für dieses Produkt machen mit irgendwie Dreier-Set, Fünfer-Set und Sechser-Set, dem einen Preis geben und das Ganze dann abspeichern. Falls ihr wissen wollt, wie man Produkte insgesamt anlegt, dazu habe ich auch ein Video, guckt euch das gerne an, das verlinke ich euch auch. Und dann könnt ihr da mal im Detail genauer reinschauen. Aber hier geht es grundsätzlich darum, dass ihr versteht, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, ich habe dann jetzt einfach ein Produkt angelegt, was visuell dem Kunden gegenüber drei einzelne Inhaltsstoffe, also drei einzelne Produkte beinhaltet, was es aber im Backend in Shopify gar nicht tut, weil es quasi eine eigene Inventarliste führt. Hier ist halt auch schon der größte Nachteil, wenn du das jetzt quasi abverkaufst und du hast irgendwie, ich habe jetzt zum Beispiel auch Schneebesen als einzelne Produkte, Mehl als einzelne Produkte und Äpfel, dann müsste ich aus meinem Inventar drei Äpfel, einmal Mehl und einmal Schneebesen bereitstellen für dieses Bundle. Insofern es gekauft wird. So, das passiert nicht automatisch in dem Case. Und das ist halt ein großer Nachteil, wenn du quasi keinen unendlichen Bestand hast. Und wir wissen ja beim E-Commerce ja quasi auch so ein bisschen Liquiditätsplanung, Wareneinkauf und so einer der größten Hürden. Deswegen ist das nicht unwichtig. Also, das ist super einfach gemacht. Wie man das Ganze lösen könnte, ist, wenn du ein Warenwirtschaftssystem hinten dran hast, also ein ERP-System wie Central, Plenty Markets, schieß mich tot, da sind ja zig ERP-Systeme online. Falls ihr da eine Empfehlung wollt, schreibt das in die Kommentare. Können wir auch einige Übersichtsvideos machen. Genau, könntest du das Bundle-Produkt, was wir in Shopify erstellt haben, in Plenty Markets wieder aufteilen in einzelne Produkte und sagen, okay, dieses Bundle-Produkt beinhaltet Produkt 1, 2 und 3 und ich brauche von dem Apfel brauche ich 3 Stück, von Mehl einmal und Schneebesen auch einmal. Damit hättest du quasi das Problem sofort gelöst. Das heißt, du hast in Shopify schon mal diese Möglichkeit, quasi die Produkte da anzulegen. Und in deinem Warenwirtschaftssystem würdest du das Ganze trennen. Es gibt auch verschiedene Automations, die man in Shopify auch machen kann. Das heißt, wenn dieses Produkt verkauft wird, dann soll das und das passieren. Damit kann man das auch lösen, aber es hat jetzt quasi keinen Quickfix. So, das zu Punkt Nummer 2. Ich zeige euch ganz kurz nochmal, wie das im Frontend aussehen würde. Da würde das nämlich so aussehen, wie zum Beispiel bei Steinberger, ist auch ein Kunde von uns. Da packst du zum Beispiel, jetzt hast du ein Bio-HMD-Smoothie-Set. Ne? Wie gesagt, es gibt ein kleines, ein großes und ein Probierset. Und dann kannst du quasi hier aussuchen. Du sagst jetzt das große Set. Du sagst, hier unten sollten natürlich noch mehr Details sein. Gucken wir mal nach einem, was zum Beispiel ein bisschen öfter genutzt wird. Gucken wir mal hier, genau. Hier hast du dann ein paar Informationen mehr, was alles da drin ist, worüber sich die Kunden freuen, Vorteile, Visualisierung, ne, wer ist alles beteiligt und so weiter. Aber dann kannst du quasi das in den Warenkorb tun und du wirst halt feststellen, dass Bio Big Mix, also das habe ich vorher schon alles gemacht, nicht wundern, dass Bio Big Mix jetzt einmal da drin ist. Das heißt, im ERP-System des Kunden wird das jetzt wieder aufgesplittet in einmal Bärenstark, einmal die Trinkflasche, einmal Super Kakao. Im ERP-System kannst du dann auch so eine Packliste machen und sagen, hey, noch diesen Flyer dazu, diese Broschüre und dieses Heft, wenn dieses Produkt bestellt wurde. Damit hast du quasi so eine Pick- und Packliste für deine Logistikabteilung, wenn das dann quasi intern ist. Genau. Und größter Vorteil halt für den Kunden ist keine Verwirrung da. Du kannst hier trotzdem Streichpreis anzeigen, weil keine einzelnen Produkte drin sind. Das heißt, wenn er jetzt noch irgendwas anderes kauft, wie zum Beispiel einmal hier die Bärenstarkmischung separat, dann hätte er das da nicht doppelt gelistet, ne? Weil sonst würde das ziemlich komisch aussehen, weil jetzt hat er hier einmal Bärenstark und einmal Big Mix und im Big Mix ist aber auch Bärenstark enthalten. So, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend, aber das ist halt ziemlich wichtig, wenn du ein sauberes Inventar führen willst. So, jetzt kommen wir schon zur dritten Methode. Die dritte Methode beinhaltet quasi Version 1 und 2 irgendwo. Das heißt, aber es ist eigentlich mehr zwei, sagen wir es mal so. Da arbeiten wir einfach mit Apps. Wir haben hier eine tolle App, die heißt PicStory. Mit PicStory kann man das ganz gut machen. Ich mache mal kurz Pause. So, jetzt habe ich mich auch schon angemeldet. PicStory findet ihr im Shopify App Store. Da können wir auch den Link dazu nochmal unten reinpacken. Ich suche euch das kurz hier mal raus.
Epic Story, Shopify, App Store. So, ich packe euch diesen Link in die Description. Da könnt ihr das Ganze nochmal finden und herunterladen. Haben hervorragende Bewertungen. Die haben ganz, ganz viele Bundle-Möglichkeiten. Anstelle von nur einfach der Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ey, ich habe ein fixes Bundle-Produkt, kannst du auch hier einen Look shoppen. Du kannst aber auch den Kunden quasi die Möglichkeit geben, aus verschiedenen Varianten sich ein eigenes Bundle zu erstellen, wie zum Beispiel bei der Version mit der Weinkiste hier, die ich vorhin hatte, dass du dann sagst, okay, ich packe mir quasi ein rotes T-Shirt, ein grünes T-Shirt, ein T-Shirt in L in blau, eins in M in grün zusammen, ne? Und dann kannst du das quasi alles zusammenstecken, wie du möchtest, und kriegst dann darauf insgesamt einen Autodiscount. So, hier ist halt der Vorteil, du kannst halt sagen, create a bundle. Du gehst dann rein und sagst halt, was für ein Typ. Wir nehmen jetzt mal den Standard-Bundle. Wenn ihr dazu nochmal ein Video haben wollt, was für verschiedene Bundle-Methoden es noch alles gibt, können wir das gerne auch noch machen, aber das würde, glaube ich, den Rahmen von dem Video jetzt sprengen. Ihr könnt dem jetzt einen Namen geben, sagen wir mal irgendwie, das ist Dreier-Set Black Tea. Ne, sagen wir mal das. Kannst auch eine Description hinzupacken. Kannst sagen, welche Produkte sollen denn in dem Ganzen enthalten sein. Ich habe jetzt nur Apfelkuchen bei uns. Und nochmal Apfelkuchen mit Sahne. Machen wir es mal sinnvoller. Und sagen wir mal Apfelkuchen mit und ohne Sahne im Set. Kannst hier das in die Description auch noch schreiben. Die Produkte hast du ausgewählt. Du sagst, wie viel Prozent Discount du auf das Ganze bekommst. Ne? Zum Beispiel 20%. Genau. Du sagst halt, das wird schon im Warenkorb abgezogen oder im Checkout und oder, das kannst du dann bestimmen. Und dann hast du quasi das Ganze schon abgespeichert. Der Vorteil bei diesen Apps ist, ich habe es heute versucht, das hat bei mir einmal nicht funktioniert. Das Wort meinte, es klappt. Ich musste nur mein Inventar synchronisieren. Das müsst ihr bei euch mal testen. Aber in der Regel ist es so, dass diese Apps auch den Warenbestand dann der einzelnen Produkte updaten, sodass du auch die Einzelprodukte verkaufst oder den Gesamtbestand und dementsprechend auch Warenbestand hast. Somit hättest du quasi dieses Problem eliminiert, ohne ein Warenwirtschaftssystem zu haben und ohne irgendwelche Automations selber noch bauen zu müssen, auch wenn das jetzt nicht zu kompliziert ist. Aber das ist quasi so der einfachste Weg, um mit dem Ganzen durchzustarten. Das sind natürlich bezahlte Apps, aber in der Regel kannst du durch halt Bundles sehr schnell und sehr stark deinen Umsatz pro, also deinen durchschnittlichen Umsatz pro Bestellung steigern. Du kannst deinen Warenbestand von Produkten leeren, die quasi so Ladenhüter sind, die du sonst nicht loswirst, weil du die quasi in eine gute Kombo mit reinpackst. Und hast einfach dadurch auch die Möglichkeit, manchen Kunden den Einkauf zu vereinfachen und zu verschnellern, weil der Vorteil einfach der ist, dass wenn es ein sehr beliebtes Set ist, zum Beispiel das schwarze und graue T-Shirt werden sehr oft zusammen gekauft und du bietest dazu einen gewissen Discount an als Bundle, damit die das kaufen oder gleich zweimal kaufen, dann hast du diese Entscheidung für die Kunden vielleicht so ein bisschen vereinfacht und die können noch schneller zum Checkout gehen und könntest sogar dadurch auch nochmal die Conversion Rate steigern. Aber wobei das größte Ziel eigentlich ist, den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern. So, gucken wir uns ganz kurz nochmal an, wie das jetzt im Frontend aussieht. Wir haben genau das Bundle, haben wir erstellt. Apfelkuchen ohne Sahne im Set heißt das jetzt. Wenn wir jetzt bei uns in Shopify in die Produktkategorie gehen, sehen wir gleich Apfelkuchen mit und ohne Sahne im Set. Hier siehst du das Bundle Image Placeholder. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das hier auch ändern konnte. Falls nicht, kannst du das halt immer in Shopify noch machen. Genau, hier drin ging das nicht. Du gehst dann halt einfach zu Shopify. Sagst dann, ich packe hier nochmal ein Bild rein, wo quasi beides drauf ist. Ne? Einmal Kuchen mit Sahne, einmal ohne, in einem Karton drin oder je nachdem. Das kannst du dann quasi hier rein platzieren, kannst hier nochmal so ein bisschen was anpassen, wenn du möchtest. Die Collections und so weiter erweitern, den Vorher-Nachher-Preis. Und dann siehst du halt schon im Frontend, wenn wir uns das Ganze als Vorschau mal angucken. Warte, hier ist bei mir gerade der Pop-up blockiert. Machen wir es mal auf. Siehst du halt dieses Produkt schon mal da, siehst du auch, das ist im Discount und kannst halt in den Warenkorb legen und siehst dann halt sofort, dass quasi nur ein Produkt ist. Hier wird auch wieder kein Autodiscount benutzt und dadurch irgendwelche anderen Discount-Codes geblockt, sondern das Produkt ist einfach in dem Fall als einzelnes Produkt wieder vorhanden. Sollte es aber gekauft werden, soll der Inventarbestand geupdatet werden, sodass es dann funktioniert. Das, was mir die App erzählt hat, ich habe es wie gesagt einmal probiert, das hat nicht funktioniert.
Sie haben mir aber versichert, es geht. Deswegen, try it out. Schreib mir einen Kommentar, wenn es bei dir geklappt hat. Ich freue mich auf dein Feedback. Wünsche dir ansonsten einen schönen Tag. Lass dich nicht unterkriegen. Shopify macht's einfach. Let's go. Ciao.